Über 300.000 Menschen erleiden jedes Jahr in Deutschland einen Herzinfarkt. Das Herzzentrum Augsburg-Schwaben am Klinikum Augsburg kümmert sich um die Versorgung von Herzpatienten und damit auch Professor von Scheidt, den ich jetzt ganz herzlich begrüße. Hallo, ich grüße Sie. Hallo. Sie sind Chefarzt der ersten medizinischen Klinik. Welche Fortschritte hat denn die Herzmedizin in den letzten Jahren gemacht? Wir können gleich bei dem Herzinfarktpatienten bleiben. Das ist ja der häufigste Notfallpatient im Bereich von Herzerkrankungen. Das Herzzentrum Augsburg-Schwaben ist bayernweit der zweitgrößte Herzinfarktversorger wegen unseres großen Einzugsgebietes. Und die unmittelbare Akutversorgung eines Herzinfarktpatienten mittels Kathetertechnik, also die Wiederaufdehnung des verschlossenen Infarktgefäßes, ist einer der besten und brillantesten Fortschritte in der Medizin überhaupt in den letzten 10, 15 Jahren und ist heutzutage absoluter Standard in der Versorgung. Und das können wir Gott sei Dank rund um die Uhr gewährleisten. Wie hat sich denn das Leben und auch die Gesundheit der Betroffenen dadurch verändert? Na, wir wissen, dass über die letzten 20 Jahre, unter anderem wissen wir das von dem Cora Monica Herzinfarktregister, was hier angesiedelt ist, dass die Herzinfarktsterblichkeit auf die Hälfte gesunken ist im Vergleich zu 1995 oder Ende der 90er Jahre. Das ist ein großer Fortschritt. Und immer mehr Patienten, die eine Herzinfarktversorgung mit Kathetertechnik bekommen, haben eine so große Schadensbegrenzung, dass der Infarkt klein bleibt, damit die Lebensqualität groß und langfristig keine schweren Probleme wie ausgeprägte Herzmuskelschwächen nach Infarkt eintreten. Das ist erfreulicherweise seltener geworden. Welche modernen Therapieverfahren gibt es denn da jetzt genau? Für die Infarktversorgung haben wir im Grunde eine völlig standardisierte Versorgung in Kathetertechnik. Der Patient wird punktiert im Leistengefäß oder am Handgelenkgefäß. Wir gehen mit Katheter an das Herzkranzgefäß, legen einen Draht durch den Verschluss, dehnen das auf und bauen einen Stent ein, also ein Drahtgeflecht. Das ist Standard seit langen Jahren. Was verbessert worden ist, ist die Art dieser Geflechte. Die Stents sind moderner, filigraner geworden, flexibler, damit auch in andere Regionen einbaubar, also in geschlungene Gefäße. Die medikamentöse Versorgung ist besser geworden, dass sich keine Gerinnsel an den Stents bilden. Und das Ganze ist jetzt auf einem ausgesprochen hohen, standardisierten Niveau. Dort werden weitere Verbesserungen kaum noch möglich sein. Das heißt, wo geht denn die Entwicklung hin? Geht es denn noch weiter? Na, die Entwicklung geht hin, möglichst wenig Infarktpatienten überhaupt zu bekommen, heißt Infarkte zu verhüten. Das ist im Wesentlichen natürlich eine Angelegenheit des Lebensstils, der Einstellung der Risikofaktoren. Die Infarktversorgung, wenn er einmal eingetreten ist, ist, glaube ich, so gut, wie sie nur sein kann. Was wird sich denn vielleicht auch mit der Umwandlung zur Uniklinik ändern? Wird das vielleicht auch beeinflusst dann? Ich glaube, dass die unmittelbare Patientenversorgung kaum beeinflusst sein wird, die stationäre Patientenversorgung, weil sie schon auf einem so hohen Niveau ist. Das Klinikum Augsburg muss ja flächendeckend für die Region Maximalversorgungsniveau vorhalten und tut das auch. Das wird kaum weiter steigerungsfähig sein, ist auch gar nicht nötig. Das, was sich wahrscheinlich ausweiten wird, ist der Bereich der ambulanten Versorgung, also polyklinische Aspekte, wobei wir hier natürlich im Bereich der Kardiologie nicht in Konkurrenz treten mit den niedergelassenen Kardiologen, die einen exzellenten Job in Augsburg und Umgebung machen, sondern Angebote machen können für sehr spezielle Dinge, die wir bislang vielleicht im ambulanten Bereich noch nicht anbieten können. Also selektives, zusätzliches Angebot in Absprache mit den niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen. Kann man allen Herzpatienten oder Patienten, die einen Herzinfarkt erlitten haben, Hoffnung machen auf Heilung? Ja, Heilung im Sinne von die Infarktnarbe, die einmal eingetreten wird, die eingetreten ist, die wird sich nicht mehr ändern, aber die Schadensbegrenzung durch akute moderne Infarktversorgung ist natürlich sehr hoch. Trotzdem muss man im Hinterkopf haben, dass rund 10% aller Patienten mit akutem Infarkt, die noch lebend ins Krankenhaus bekommen, in einem Schockzustand sind. Heißt, ein Herzmuskelversagen haben durch die Größe des Infarktes. Und auch diese Patienten verlieren wir natürlich häufig noch, ungefähr 40% dieser Patienten, weil der Herzmuskel schlichtweg versagt und nicht zu stabilisieren ist. Das wird manchmal überbrückbar sein durch Unterstützungssysteme im Bereich der Herzchirurgie. Aber das kann nicht immer dazu führen, dass leider, dass der Patient es überlebt. Diese schwierige Ecke in der Infarktversorgung wird uns bleiben aufgrund der Größe
des Infarktes. Sie hatten vorhin schon gesagt, dass das Ziel sein muss, möglichst wenig Herzinfarkte überhaupt noch verzeichnen zu können. Was kann man denn tun, um sein Herz möglichst gesund zu halten und gar nicht erst das Risiko eines Herzinfarktes zu bekommen? Wer gesund bleiben möchte und das Klinikum Augsburg möglichst selten von innen sehen möchte, der sollte nicht rauchen. Wer uns gerne als Kunde bereichern möchte, der sollte viel rauchen, also will heißen, die Risikofaktoren, die man selber beeinflussen kann, abstellen, nicht rauchen. Diabetes erkennen und gut einstellen, Bluthochdruck messen und gut einstellen. Wogegen man sich nicht wehren kann, ist die Genetik, die man nun mal mitbekommen hat. Auch da gibt es natürlich Familien, die eine Häufung von Herzinfarkten haben. Dort sollten dann wenigstens die einstellbaren und behandelbaren Risikofaktoren bestmöglich unter Kontrolle sein. Sollte man gerade jetzt in den warmen Monaten besonders vorsichtig sein? Also Infarkt ist jahreszeitlich weitgehend unabhängig. Heißt, wir haben ungefähr jeden Monat die gleiche Anzahl von Herzinfarkten zu versorgen. Es gibt Tagesschwankungen, also morgens früh häufiger als nachmittags, aber jahreszeitliche Schwankungen kaum. Gut, dann vielen Dank für das Gespräch, gerne, Herr Professor van Schaid. Und bei uns, liebe Zuschauer, geht es weiter mit dem Gesundheitstipp. Und da geht es auch um den Herzinfarkt und wie man ihn frühzeitig erkennen kann.